Und nur weil ich nicht keinen Sport mehr machen kann, mich jetzt ausführen finde. Klar, nur ausgewählt wegen der Lieferung immer. Die kann sie jetzt immer merken. Eins. Eins. Steffi. Ja, du bist hier das Brain. Ja, super. Kann ich. Anziehen und dann nochmal rücken. Oh ja. Hallo, ihr beiden. Hallo. Stellt euch hinter die Säule mit dem Gesicht zum Fenster. Ach so, scheiße. Was? So, hört mir auch zu. Oh nein. Wie bereits angekündigt, es geht um Lernfähigkeit. Ihr seht vor euch die Reiseführer stehen. Die nehmt ihr jetzt gleich mit zurück in euren jeweiligen Wohnbereich für exakt 24 Stunden. Lass noch Augen stehen, Karin. Boah, nee. Bis morgen 12 Uhr habt ihr Zeit, euch so viele Informationen wie möglich einzubringen. Später am heutigen Tag werde ich euch dann nacheinander wieder in den Matchraum rufen und euch einige Fragen stellen. Bei den Fragen wird es ausschließlich um Landesinformationen gehen. Also jetzt zum Beispiel nicht, auf welcher Seite steht welche Information oder sowas. Die Fragen werden also ausschließlich inhaltlicher Natur sein. Was ihr nicht lernen müsst, ist das Kapitel Angkor. Das ist hinten dran im Landesteil, das müsst ihr also nicht lernen. Ebenso wenig natürlich keine Hoteladressen oder dergleichen. Straßenkarten und auch der Vokabelteil könnt ihr vernachlässigen, das müsst ihr nicht lernen. Nur Landesinformation? Nur Landesinformation, ganz genau. Naja, schaut ja nicht wirklich viel aus, ne? Ganz einfach. Schon klar. Habt ihr soweit noch Fragen? Nein. Dann könnt ihr euch jetzt noch kurz festlegen, wer sich morgen als Erste die Fragen stellen möchte. Schnick, schnack, schnuck? Ja, von mir aus. Mit Brunnen. Mit. Wer gewinnt, fängt an, oder? Ja. Und Schnick, Schnack, Schnuck. Gut, fängst du an. Ich fang an. Alles klar. Dann könnt ihr jetzt die Reisebücher wieder mitnehmen und morgen um 12 Uhr werdet ihr die wieder abgeben auf Anfrage und dann sehen wir uns morgen wieder. Müssen wir auch so Städtenamen wie Ho Chi Minh City auswendig lernen? Alles, was im Reiseteil so drin ist. Okay. Ja, super. Gut. Danke für die super Aufgabe. Oh. Wir haben 24 Stunden Zeit, Landesinformationen auswendig zu lernen. Ach du Scheiße. 24 Stunden Zeit, alle Informationen über das Land auswendig zu lernen.